Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Retro Shuffle. Heute spielen wir ein Super Nintendo Spiel mit dem wunderschönen Namen Umi Hara Kawase. Ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Wie dem auch sei. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was mich da erwartet. Ich habe einfach den Namen und dann los geht's. Start. Ach, ich kenn's doch! Oh, das ist voll geil, das Spiel. Irgendwie, also ich hab's mal gesehen und das sah cool aus. Field Zero. Oh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Wir haben hier ein Mädchen mit so einem Grappling-Hook, die nicht besonders hoch springen kann. Und jetzt? Ja, so schon mal nicht. Wie kann man das Ding einholen? LR? Ich verstehe es nicht. Hui! Oh. Ja, okay, die Anleitung sagt mir schon, wie ich es machen soll, aber ich krieg's nicht geschissen. Oh. Okay. Oh, jetzt flackert's aber mega. What? Okay. Gut. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche oder sowas zu den Spielen, die ich hier vielleicht spielen könnte. Also ich meine jetzt hier, Ära bis... Also... Oh, fuck. So PlayStation 1, N64 und früher. Das sind so... Die Dinge, die ich mir so im Retro-Shuffle vorstelle. Wenn ihr da gute Ideen habt, immer her damit. So, das ist jetzt geschafft. Daumen hoch! Warum das Spiel so hart flackert, keine Ahnung. Hä? Die kann die Angel einholen? Kann sie denn die Angel wieder einholen? Springen gedrückt halten? Anderen Knopf drücken? Man weiß es nicht so genau. Hä? Ich hab keine Ahnung. Nee. Ach, mit nach unten gedrückt halten kann man die Angel einholen. Muss einem auch erstmal so irgendwie gesagt werden. Ohne Anleitung. Kindchen, was machst denn du? Mir bringt's das nicht. Nee, das muss schon irgendwie hier. Hä? Ich verstehe die Steuerung. Irgendwie, ich habe jetzt auch unten nach oben geschossen und gleichzeitig nach unten gedrückt, damit die Angel irgendwie kürzer wird, weil im Sprung kann man das irgendwie nicht. So. Lalala. Wow.
sehr abenteuerliches Spiel. Einfach keine Ahnung. Aber es sieht halt schön aus, das Spiel. Und es ist halt sehr puzzelmäßig irgendwie. Oh, da ist ein Rucksack. Ja, wir haben einen Rucksack eingepackt. Also ich habe die Technik, die man hier erst lernt, habe ich schon intuitiv eingesetzt. Hoch. Hochschießen. Unten drücken. Wutschi. Ja. Kann man mal machen, ne? Die sammelt einfach die Sachen ein. Aber wie sieht der Fisch ein bisschen arg gruselig aus, ne? Aber erstmal mitnehmen den Fisch. Okay, wenn man so einigermaßen reinkommt, dann geht das. Warum wurde das nie nach Deutschland gebracht, das Spiel? Das verstehe ich ja gar nicht. Ein Mädchen mit Angel, was Fische und Schnecken sammelt? Das ist doch kein Problem. Was sind denn das jetzt für Gruselfische? Nach unten drücken und den Fisch einsammeln. Ist bestimmt gerade auf dem Weg zur Schule in Wirklichkeit und denkt sich nur, oh, die ganzen Menschen könnten ja genauso gut Fische sein. Dann kann ich die angeln. Guck dir mal an, wie der Fisch läuft. Alter, der Fisch. Was, spring da hoch. Kleines Mädchen, spring da hoch. Oh, ist halt so, wa? Jetzt dreh dich halt um. Wieso? Die springt einfach rückwärts. Ja, schon wieder. Mann, jetzt kletter da hoch! Ja, schön, hast du es gemacht. Oh, oh. Du hast dich von der blöden Schnecke töten lassen, Mädchen. Field 3. Okay, ich glaube, nach dem Field machen wir Schluss. Könnt ihr das Spiel ja selber ein bisschen weiter spielen. Es heißt, wie gesagt, ach, ihr seht es ja auch gerade. Das Video heißt ja quasi so. Umihara Cover. Umihara Kawase. Kawase. Oder so nicht. Du. Jetzt achte ich mal auf die Fische. Hab ich nämlich gerade eben nicht gemacht, deswegen bin ich eiskalt verreckt. Ach so, ich muss ja auch dran denken, dass mein Controller eine nach unten Macke hat. Wenn ich nämlich nach unten drücke, dann macht er manchmal statt nach unten nach links oder nach rechts. Ein gutes Gamepad. Kleines Mädchen, was machst du denn nur? Okay, diesmal aber nicht von der Schnecke kaputt machen lassen. Läuft die hin und her? Ja. Was ist das da? Nein! Du! Muss mal eben die Schürze schließen. Weil die Vögel so laut sind da draußen. Die Mega da war drum. Ja, es ist kurz noch eins. Da ist mega Zeit. Sagen die sich immer. Ne? So. Fischi. Kaputti putti. Runterspringi. Oh. Das wäre fein ins Auge gegangen. Aber nicht für uns. Nein, nicht da hochklettern. Wir warten hier richtig schön auf die Snacken, damit wir uns die ins Bett snacken können. So macht man das heutzutage.
Okay, so funktioniert das. Okay, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ja, ihr habt das Spiel mal gesehen, guckt selber mal rein. Macht irgendwie Spaß. Oh, lol. Hui! Ihr seht, wie viel Spaß das machen kann. Oh. Eine. Wenn der Fisch spawnt. Oh, man kann ihn auch schräg werfen. Wenn der Fisch spawnt. Okay, kann man die Leine auch länger machen? Oh, man kann die Leine auch länger machen. Indem man nach oben drückt. Oh, wow. Jetzt macht das Spiel deutlich mehr Sinn. Oh! Kleines Mädchen ist ertrunken. Knapp Pech gehabt, würde ich sagen. Macht's gut, bis zur nächsten Runde Retro-Schaffel. Bis dahin und tschaußen! Schwing, schwing, pong. Ah, so funktioniert das.